zu unserem neuen Wirhauslehrer-Livestream. Wie immer heute am Dienstag um 18 Uhr. Heute besprechen wir den zweiten Teil unseres Beitrags Bildung ist mehr als Wissen mit dem ganz aktuellen Thema Alltagsrassismus an deutschen Schulen. Ja, währenddessen wir beim letzten Mal doch sehr allgemein über Rassismus gesprochen haben, wollen wir dieses Mal auch ein bisschen genauer auf deine Schulen Alltagsrassismus in den deutschen Schulen eingehen und damit gebe ich weiter an Norbert. Ja, also schönen guten Abend auch von mir, von meiner Seite. Ja, das letzte Mal haben wir uns ja schon so ein bisschen in das Thema vorgewagt. Also bei gewagt ist natürlich ein gewagter Spruch, weil so manchmal habe ich das Gefühl, wie es immer so schön heißt, Deutschland, das Land der Dichter und Denker, wir mutieren so langsam zum Land der Klicker und Stänkerer. Also Klicken halt vom Internet natürlich her und Stänkere, dass also jeder immer irgendwas auszusetzen hat an dem anderen. Und wie ich es letztes Mal ja schon so ein bisschen ausgeführt habe, da fängt ja der Rassismus auch schon an. Und für mich so ganz allgemein und nochmal so als Feststellung, Rassismus hat für mich immer mit einem Mangel an Selbstwert zu tun. Wobei der Bruder oder die Schwester, wir wollen ja hier niemanden diskriminieren, ist ja für mich auch der Nationalismus genau das Gleiche. Das ist immer ein Mangel an Selbstwert. Das heißt, wenn ich mir selbst nicht wert genug bin, bekomme ich meistens, wie letztens schon etwas deutlicher oder genauer ausgeführt, bekomme ich Angst und dann suche ich mir ein Opfer, damit ich mich wertvoller, mächtiger fühle. Aber das wäre, glaube ich, ein ganz eigener Stream, da die psychologischen Hintergründe noch etwas genauer zu beleuchten, was wir auch gerne, wenn Sie das möchten, machen dürfen. Sie können uns also gerne mitteilen, wenn Sie da noch mehr dazu wissen wollen, machen wir gerne. Heute mehr so in die Richtung, was können wir tun? Schule, Eltern, Leute, die es sehen, Gott, was läuft denn da schief? Was können wir dagegen tun? Da habe ich mal vor einiger Zeit ein wunderbares Ruhekissen geschenkt gekriegt. Das halte ich mal da so schön rein. Weiß nicht, ob man es lesen kann. Mal gucken. Das heißt, Bücher erreichen Stellen, da kommt der Fernseher gar nicht hin. Steht da drauf. Das zum ersten Thema. Letztes Mal habe ich schon so gesagt, man muss ja nicht immer nur die Sender mit dem Bachelor gucken, obwohl ich mich jetzt auf diese Sendung einschießen will. Aber das ist so eine der Highlights, was Dämlichkeit anbelangt und nichts mit Bildung zu tun hat. Es gibt auch andere Sendungen, gerade entweder was heute oder gestern, ich meine, nee, heute Abend, glaube ich, läuft eine Sendung in dem Sender Arte, der ja doch schon etwas für mehr niveauvollere Sendungen bekannt ist, über den Alltagsrassismus. Und ja, Bücher. Ich darf einfach mal aus einem Buch zitieren. Und zwar jetzt nicht aus einem ganz neuen Buch, wie man unschwer im Einband erkennen kann. Es ist ein Lexikon der Meyers-Reihe. Es gab ja den schon länger. Und zwar der 14. Band der 5. Auflage von 1896. Also schon ein paar Tage her. Und was schreibt der liebe, gute Herr Meyer, nenne ich ihn mal, das sind natürlich viele Leute, zum Thema Rasse. Rasse, die Gesamtheit aller Individuen einer Tierart, bei denen sich gewisse weniger bedeutende Merkmale, die zur Aufstellung einer besonderen Art nicht berechtigen, konstant erhalten. Also da wird erstmal pauschal von der Tierrasse ausgegangen. Nicht von unterschiedlichen Menschenrassen oder sonst was. Es gibt dann irgendwann eine Fußnote zu den Menschenrassen. Und da zitieren wir hier aus dem aus der eben erwähnten Meyers-Auflage von 1896, aus dem 12. Band, wo es über die Menschenrassen geht. Da ist das eine Menschenrassen, die verschiedene durch besondere typische Eigenschaften gekennzeichnete Gruppen, in die das Menschengeschlecht zerfällt. Also ist 130 Jahre fast her. Aber sie schreiben genauso, ich fahre mal ein bisschen runter,
Rassen sind als beständig gewordene Varietäten einer einzigen Spezies anzusehen. Es ist eine Frage, die in einem gewissen Zusammenhang mit dem Problem von der Abstammung der ganzen Menschheit von einem oder mehreren Elternpaaren steht, ist wesentlich von der Auffassung der Art- und Rassenbegriffe abhängig und daher verschieden beantwortet worden. Also, wenn wir jetzt so die 100, 120 Jahre weitergehen, also nach heute, in die heutige Zeit, und so uns die Genetik mal angucken, nur so ein kleiner Ausflug, dann hat sich ja herausgestellt, dass die gesamte Menschheit so ganz grob von 25 verschiedenen Müttern abstammt. Also wir sind alle nicht so ganz verschieden. Zum Beispiel hat man nachweisen können, dass alle Nordeuropäer inklusive Kanada und die USA von einer einzigen Mutter abstammen. Also da zu unterscheiden, ich bin Deutscher, ich bin Holländer, ich bin Franzose, ich bin Schwede, ich bin Kanadier, ich bin US-Amerikaner. Quatsch, wir sind alle miteinander verwandt. Wie hat einer das mal so schön formuliert, dieser Forscher, wenn einer zu Ihnen sagt, er sei mit Karl dem Großen verwandt, machen Sie sich nichts draus, sind wir eigentlich alle. Also das zu unterscheiden, allein da erklärt sich ein rassistisches Vorurteil als völliger Blödsinn. Kommen wir noch so ein Stück weiter. Wie gesagt, ich habe es heute mit den Büchern, weil Schule vermittelt ja die Kunst des Lesens. Und es gibt, ich zitiere immer gerne so aus alten Büchern, damit es immer so, das sind ganz neue Erkenntnisse. Das hier zum Beispiel ist das Lexikon der Pädagogik. Wunderbar, ne? Allerdings jetzt auch nicht das Neueste. Das ist der vierte Band einer Ausgabe von Herder von 1915. Also auch schon ein paar Tage alt. Und da wird zum Beispiel bei Bildung die Schulreise erwähnt. Das heißt also, entgegen der Auffassung der älteren Pädagogik, älter als 1915 dann, die unter Schulreise eine zum Zwecke der Belehrung und Erziehung nach bestimmten Grundsätzen und unter Führung eines oder mehrerer Lehrer unternommenen längeren Reise verstand, soll hier der Begriff weitergefasst werden. Die Schulreise im alten Sinne wurde von anderen Formen abgelöst. Sie ist, während es früher ein verpflichtender Teil des Lehrplans der Schule war, also eine Schulreise war mal verpflichtend, ganz interessant, werden heute Unterrichtsausflüge von kürzerer Dauer gemacht. Es gibt freiwillige Schulreisen, zum Beispiel der Turnmarsch. Na gut, den macht man heute nicht mehr so ganz. Und die Schüler halten sich auch nicht mehr an die altherkömmlichen Ferienreise, die sie zu Verwandten oder in eine langweilige Sommerfrische führt. Damit können einige Kinder was anfangen. Sie unternehmen statt der Reisen jetzt auf eigene Faust Wanderungen. Daraus sind zum Beispiel Verbände wie die Pfadfinder und die Wandervögel, waren zwar bis zu den 20er Jahren, wurden dann von den Nazis abgeschafft, gepflegt. Es bietet unbegrenzte Möglichkeit. Im Rahmen der Erziehung, Landeserziehung, gibt es Heime, die die Schüler kostenlos unterbringen, also innerdeutsch. Deswegen war ja kurz beim letzten Mal auch nochmal angesprochen, Reisen bildet, wie so schön heißt. Jeder Gelehrte, der etwas auf sich hielt, reiste, der sich leisten konnte natürlich auch. Weil wir in der schon ja gesagt haben, in 50er Jahren, wo dann die breite Masse, nenne ich es mal so, etwas mehr reiste als noch vor dem Zweiten Weltkrieg oder ganz früher, wo sich wirklich nur Adel und reiches Bürgertum das wirklich leisten konnte. Da sind plötzlich Einsichten aufgekommen, die vorher so nicht da waren. Dass andere Kulturen und nicht nur die sogenannten Hochkulturen, die ja in der Schule vermittelt wurden, Ägypten, Babylonien und was auch immer, sondern auch unsere ganz, in Anführungszeichen, normalen Nachbarn uns tatsächlich kulturell weiterbringen können oder unseren Horizont erweitern. Und um vielleicht bei Empfehlungen zu bleiben, man muss sich jetzt nicht die alten Lexika oder auch Pädagogikbände anschaffen, wie ich, weil ich halt so ein Büchernarr bin, wie man so schön sagt. Noch so ein paar kleine Empfehlungen,
die vielleicht auch heutzutage eher einmal ansprechen, die internetaffinen Jugendlichen oder auch wir, die wir gerne Fernsehen gucken, denen möchte ich so ein paar Empfehlungen geben. Und zwar Filme und Videos, die euch meines Erachtens nach wirklich unbedingt anschauen solltet. Und einer der wichtigsten ist von Mo Asumang, abgekürzt Monika Asumang, eine deutsche Schriftstellerin, Sängerin, Entertainerin und Filmemacherin, die 2014 den Film Die Arier veröffentlicht hat. Ist immer noch im Netz oder auch, was weiß ich wo, der kommt sogar ab und zu mal wieder im Fernsehen. Ist eine, ihr Vater, er kommt aus Ghana, ihre Mutter ist Deutsche, ist also Schwarze in dem Sinn und hat einen unglaublich mutigen Film gemacht und ist zu Neonazis gefahren und hat gefragt, wer sind die Arier? Die war bei Ku Klux Klan, die war bei den völlig verrückten Reichsbürgern, die war also bei allen möglichen Leuten, hat natürlich auch den sogenannten kleinen Mann auf der Straße befragt. Also dieser Film unbedingt anschauen, die Arier, und kam natürlich irgendwann zu dem Schluss, ja, wo sind die wohl her? Aus dem heutigen, in der Gegend um den heutigen Iran, haben braune Haare, schwarze Augen, also nichts mit blond und blauäugig wie in der Nazizeit. Die eigentlichen Arier sitzen im Orient. Auch was gelernt. Wer es nicht so lange aushält, so einen ganz langen Film zu gucken, dem sei ein wunderbarer oder zwei wunderbare Kurzfilme empfohlen. Einer aus Österreich von 2015 heißt Ausstieg rechts. Ist ein Kurzfilm von Höller und Wenger. Ein Farbiger sitzt drin und also beziehungsweise kommt als Dritter oder Vierter in einen Bus. Die anderen stempeln ihre Tageskarte ab. Er geht einfach hin, setzt sich hin, geht rein und setzt sich hin, wird von einem Mann unglaublich angepöbelt, wieso er da keine seine Fahrkarte wäre und Schwarzfahrer und so weiter und so weiter. Und ein einziger in dem Bus nimmt Partei für diesen Mensch ein, der eine Jahreskarte hat. Sehr schön und interessant anzuschauen. Und noch zum Schluss als Tipp, mein absoluter Lieblingsfilm von 1963, ein Kurzfilm, der sogar 1964 einen Oscar für Kurzfilm bekam, von Pepe Dankwart, Schwarzfahrer. 13 Minuten, ein unglaublich humorvoller und sehr treffender Film, wo in einer Berliner Straßenbahn ein Farbiger neben einer sehr kleinbürgerlichen Frau sitzt, die ihn permanent anpöbelt und kurz bevor der Kontrolleur reinkommt, schnappt er ihre Fahrkarte, steckt die im Mund und schluckt die runter. Und wie die Fahrkartenkontrolle ist, präsentiert er grinsend seine Fahrkarte und die Frau, auf den, wo der Kontrolleur sie anspricht, sagt, der Neger hat meine Fahrkarte gefressen. Damals durfte man das Wort noch sagen im Film. Und er, die natürlich sagt, das ist ja die blödeste Ausrede, die ich je in meinem Leben gehört habe, und nimmt sie mit raus. Wunderbar gemachter Film, hat den Oscar zu Recht verdient. Also unbedingt diese drei Dinge. Die Arier von Mo Asumang, Ausstieg rechts von Höller und Wenger und Schwarzfahrer von Pepe Dankwart. Pepe Dankwart gehört übrigens zu dem Team, die später für Pastewka immer die Sendungen geschrieben haben. Also der ist ein lustiger Mensch. Aber nicht nur, um bei den Büchern zu bleiben, gucken wir uns einfach die Zeit an, wo Kultur und Bildung noch viel, viel ausgeprägter war, wie ich finde zumindest, als heute. Wir haben leider das Problem, dass wir in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts ein 12 Jahre lang andauerndes tausendjähriges Reich hatten. Ich sage immer, von diesem Kulturschock haben wir uns in Deutschland heute bis heute nicht erholt. Die Jungs damals und die Damen und Herren waren ja mehr Herren als Damen, zumindest in der ausführenden Aktion, haben uns dermaßen, was die kulturellen Bereiche anbelangt, geschadet, sowohl bei den Schriftstellern, bei den Filmemachern, bei den Musikern, bei den Tänzern, überhaupt bei Künstlern. Das haben wir bis heute nicht wieder erreicht, dieses Niveau. Deswegen so ein paar ganz kleine Tipps dazu. Oder einfach ein paar Namen. Wer kennt heute noch Ernst Toller? Erich Mühsam, Leonard Frank, Alfred Polgar, Walter Hasenclever, Walter Mehring und wie sie alle heißen, die damals wirklich hochinteressante, wie ich finde, sehr, sehr gute Bücher geschrieben haben.
gut, Zuckmayer, Mann, Tucholsky oder Erich Maria Remarque sind noch im etwas bekannter, aber auch Künstler wie John Hartfield oder sein Bruder Wieland, Herzfeld, Hartfield übersetzt, Georges Gros, Georg Hülsenbeck oder Hanna Höch, wer kennt die heute noch? Es rentiert sich da mal zu schauen, was für ein kultureller Reichtum in den 10er, 20er Jahren in Deutschland vorherrschte, Deutschland und Österreich natürlich. Und ja, daraus, ich sage ja immer, Hollywood in der 50er Jahre wäre ohne die geflüchteten deutschen und österreichischen und angrenzenden Länder, deutschsprachigen Künstler, nicht das geworden, was es ist. Billy Wilder, ein Österreicher, Fred Zinnemann, der Western-Regisseur schlechthin aus Österreich, Robert Siodmak und wie sie alle hießen, nur ein paar als Regisseure, die da drüben waren, und die ganzen in Beverly Hills sitzenden deutschen Schriftsteller und Künstler und Musiker. Wobei Musiker natürlich auch Künstler sind. Auch noch ein kleiner Tipp, Egon Friedell, ein österreichischer Philosoph, Schriftsteller, Entertainer, eine wunderbare, mehrbändige Kulturgeschichte der Neuzeit geschrieben, der leider Gottes auch in der Zeit aus Angst vor den Nazis, weil sie unten an der Haustür geklopft haben, ihn abholen wollten, aus dem dritten Stock seines Hauses in den Tod sprang. Und es ist verbrieft, dass er vorher den Fußgänger noch zurief, bitte treten Sie zur Seite. Er war sogar noch im Tod höflich. Oder als letzten Tipp noch, Bücher eines meiner Lieblingsschriftstellers, Ernst Friedrich Löndorff. Ein, sage ich immer, der deutsche Jack London. Jack London kennt jeder, Abenteuerromane, hat ja auch ein wild bewegtes Leben. 1:1 war das Ernst Friedrich Löndorff, mit 12 Jahren abgehauen auf ein Schiff. Damals ist er auf einer Hamburger Viermastberg angeheuert, die nach Mexiko rüber segelte und dort interniert wurde. Von da aus hat er sich der mexikanischen Revolution angeschlossen, wurde Orchideensammler, wurde Goldgräber, Walfänger und hat das in Romanform beschrieben. Und da merkt man zum Beispiel einen Unterschied zu dem viel bekannteren Karl May. Bei Löndorff merkt man, der war wirklich da. Der hat solche Dinge erlebt. Der konnte das viel, viel intensiver schildern. Also wenn jemand gern Abenteuerromane so als Jugendlicher liest oder auch im älteren Semester, eine warme, herzige Empfehlung. Das Ernst Friedrich Löndorff. So, was machen wir jetzt mit dem Thema Schule? Wie wir alle merken, wir können das von außen nur schwer leisten, als Eltern zum Beispiel. Wir können jetzt nicht in die Schule gehen und sagen und den Lehrern an, hey, machen Sie doch mal im Deutschunterricht diesen und jenen Teil. Oder machen Sie dies und das oder. Wir können das zu Hause machen. Wir müssen das sogar zu Hause machen als Eltern für unsere Kinder. Wir müssen ihnen das anbieten. Und zwar nicht nur jetzt, dass wir abends, bevor sie ins Bett gehen, so den, wie bei Tucholsky, der die Rubrik ja in der Weltbühne hatte, auf meinem Nachttisch einen Bücherstapel durchgehen, sondern wirklich in Gesprächen im sogenannten Alltag. Weil nur dann können wir gegensteuern. Nur dann. Nicht indem wir die Superschule zu Hause noch machen. Dafür sind die Hauslehrer da. Nee. Kleiner Scherz mit tieferem Sinn. Sondern tatsächlich, wenn wir unterwegs sind, wenn wir einkaufen, wenn wir mit den Kindern von mir aus irgendwo hinfahren, wenn. Zum Beispiel hier in Köln, die ja von den Römern bekanntermaßen vergrößert wurde, Colonia Agrippina heißt ja nicht umsonst, an jeder Ecke, in jedem, ich sage ja immer, wenn man in Köln 2 Spaten tief in den Boden gräbt, ist man in der Römerzeit. Also man kann viele, viele Dinge, jetzt gerade in der Zeit, wo man nicht in fernere Länder fahren, mal in der Gegend hier rumgucken. Es gibt so viele interessante Dinge, die wirklich Bildung vermitteln. Und machen Sie das vielleicht mal mit ein paar Leuten zusammen, in gebührendem Abstand, mit Mundschutz natürlich. Gemeinsam macht es noch viel mehr Spaß, dass Sie vielleicht mal so einen privat einen kleinen Ausflug organisieren. Wie gesagt, immer mit den
gebührenden Hygienevorschriften. Es gibt so viele lohnende Ziele in der Gegend, ob das im römischen Ursprung ist, ob das die Ordensburg Vogelsang am Ruhrsee ist, ob. Oder das Freiluftmuseum in Kommern. Es gibt solche schönen und guten Angebote. Machen Sie es einfach. Und ich merke schon wieder, mir rennt schon wieder die Zeit davon. Es ist ein Thema, das mich auch sehr beschäftigt und sollte uns alle oder beschäftigt uns alle in mehr oder minder der Form, der es gebührt. Und ich glaube, vielleicht brauchen wir sogar noch einen dritten Teil dazu. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Ja, vielen Dank, Norbert. Vielleicht gibt es dann auch noch einen dritten Teil, mal schauen. Das war es dann erstmal mit dem Hauslehrer-Stream heute und wir begrüßen euch dann nächste Woche wieder. Fragen, Kommentare, Ideen, Anregungen, wie immer gerne in die Kommentarspalte. Und damit verabschieden wir uns. Auf Wiedersehen.